Und weiter geht's, Leute, mit dem Kampf gegen Hildegard, wenn ich zumindest mal annehme. Kampf beginnen. Oh yeah. Was? Nach dem Sieg über Majin Buu erlebt die Erde Frieden. Sobald Schwierigkeiten auftauchen, erscheint der große Saiyan Man und löst alle Probleme. Okay, das ist aber eine sehr seltsame Einleitung in die Geschichte von Hildegard. Eines Tages werden sie in die Pflichten des großen Saiyan Man involviert sind, treffen Gohan und Videl auf Hoi, einen geheimnisvollen alten Mann. Ah doch, stimmt doch. Er meint, die Erde ist in großer Gefahr und benötigt die Hilfe des Helden Tapion, der in Hois Musikbox gefangen ist. Oh, schon ein bisschen schneller, wir schlagen doch alle ein. Er sagt, dass Tapion befreit wird, wenn sie die Musikbox spielen können, doch selbst Goku kann den Hebel nicht bewegen. Sie benutzen Dragon Balls und bitten Shenlong, das Siegel der Musikbox zu zerbrechen. Tja, soweit stimmt das mit dem Original auch überein. Nur frage ich mich jetzt, wie viele Kämpfe werden wir wohl bestreiten? Yeah. Als das Ziel entfernt ist, steigt ein junger Mann aus der Musikbox, der auf einer Ocarina spielt. Und nein, nicht auf der Ocarina Zeit, sondern einfach sonst auf einer. Ja doch, weißen Ocarina. Es ist der Held Tapion. Er mag es gar nicht, mit anderen zu tun zu haben, doch Trunks hat großes Interesse an ihm. Zur gleichen Zeit erscheint in der Stadt ein riesiges Monster. Gohan ist nur einen Schritt davon entfernt, das Monster in die Ecke zu drängen, als beim Klang der Ocarina verschwindet. Die obere Hälfte von Hildegard, oder Hildegard, wie es jetzt hier steht, aber eigentlich sprechen wir denn zumindest auf Deutsch Hildegard aus. Ein Monster, das einst Konatz in der südlichen Galaxis angegriffen hat, war im Körper von Tapion eingesperrt. Und Konatz ist ein Planet. Die Stadt wurde von der unteren Hälfte angegriffen, die in Tapions Bruder gefangen war. Immer gegen so viel. Was? Achso, ja, jetzt meinen sie eigentlich. Sie meinen eigentlich die Stadt jetzt auf der Erde und nicht die Stadt da auf dem Planeten Konatz. Niemand geringer als Tapion persönlich war es, der Hildegard erschuf und Tapions Bruder tötete, um die untere Hälfte wiederzubeleben. Da ursprünglich beide Hälften in beiden Brüder versiegelt wurden, sprich die obere in Tapion und die untere in die seines kleinen Bruders. Tapion und Trunks werden Freunde und leben zusammen in der Capsule Corporation. Die Anziehung zwischen Hildegard und Sundern und Wölfe ist stark. Ja, und am Schluss kommt die Kraft. Was? Der Kraft von Gotenks als Teufel erscheint, Hildegard besiegt zu werden. Jedoch. Also, ja, jetzt haben sie das Ganze übersprungen. Sprich, ein Anfangskampf zwischen den Z-Kämpfen und Hildegard. Da Hildegard ursprünglich noch anders aussieht, das sollten wir gleich sehen. Ja, Sabu, sehr schön. Und Hildegard! Oh, man sieht es nicht. Seine erste Form sieht man irgendwie nicht. Ja, und da haben zumindest die Z-Kämpfe angegriffen, sprich Gohan, Vegeta, Goku und Gotenks. Gotenks konnte die erste Form irgendwie besiegen. Dann taucht die zweite Form auf und, naja, also man könnte sagen, er hat sich gehäutet. Und jetzt sieht er so aus. Hä? Wieso ist Goku jetzt plötzlich wieder ein zweifacher Super Saiyajin? Oh nein, das ist ein Bosskampf. Okay, was bist du für einer? Flammenwurf! Hilfe! Wo ist die Feuerwehr? Wo ist mal jemand die Feuerwehr, Mensch? Wow. Hä? Oh, der war fies! Oh, der hat Teleporter! Nein! Dankeschön auch! Das Fiebern! Wie sieht denn der aus? Okay, jetzt macht er da Flammenwurf! Oh, ich war zu nah dran! Okay. Es hätten zwei Runden Kampf, Leute. Okay, ja, genug und ich habe wieder mal zu viel Schaden eingesteckt. Es sind noch grün. Oh nein, nicht das! Ja, schon gut. Na, kommst du nochmal? Das war knapp, ey. Nimm das! Verdammt! Oh, der will immer wieder, ey. Der materialisiert sich ständig woanders. Ups. Bitte schön nochmal. Ich hab. Wieso jetzt plötzlich X? Geht doch. Sonst ist es doch immer das Dreieck. Boah, knapp. Boah. Oh Mann! Du! Der macht Schwanz, ey. Hä? Nein! Du! Boah. Puh! Schwitz! Hä? Wieso hat er jetzt all diese Kraft? Achso, das sagt trotzdem nicht. Oh nein, es geht weiter. Hä? Nein! Wow!
Wo ist der? Wo ist der? Nein! Wow! Ganz ruhig, Alter, ja? Nein! Wow! Ah, okay. Jetzt geht's weiter! Wow. 1250 ist zwar nicht so schlecht, aber wow. Was macht er jetzt? Was macht er? Mann, kannst du mal einigen, was du machst? Das ist doch... Wow, fettes Schwein! Fette Libelle ist zwar hier... Wow! Schwins, Hilfe! Leute, helft mir doch! Ich schaffe es nicht lang gegen den! Na? Oh, jetzt kommt er mit dem Scheiß! Na, wo bist du? Wow! Ah, ich bin schon am Rand! So, jetzt bist du dran, Mann! 1430! Jetzt gebe ich's dir! Yeah! Super Saiyan 3! Oh yes! Boah, hat er böse geguckt. Nein, jetzt schon wieder! Zu spät! Falsches Timing! Korrektur, scheiß Timing! Ja, komm schon! Komm mit einem hässlichen Face! Na! Ups! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Kann doch nicht so schlecht sein! Komm schon, alle guten Dinge sind drei! Komm schon! Nö. Leute, heute ist nicht mein Tag. Ich schaff das nicht mehr. Mann, freuen wir uns doch auch! Komm schon! Ich hab keine Lust, das Ganze nochmal zu machen! Ja, geht doch! Genau die Mitte! Puh! Ganz genau, und dann setzen die Ryuken ein! Au! Mann, ey, immer auf die Schnauze! Button smashen for the win! Uff! Jetzt bist du fällig, Mann! Nimm das! Ich muss es schaffen! Wieso jetzt fällt es auf das Dreieck? Ja, ich werde es schaffen! Ich werde es immer schaffen! Scheiße. Habe ich gesagt, ich werde es immer schaffen? Nö, natürlich nicht, wenn ich natürlich die Tassen verwechseln. Und tschüss, das war's. Ich kann einfach nicht so schnell die Tassen wechseln, keine Ahnung wieso. Beim Kreisen, dem Viereck habe ich immer Probleme. Oh, machen wir das Ganze halt nochmal. Bosskämpfe. Also nein, eigentlich sind die Bosskämpfe eine kluge Idee und so, aber... Ich kann es einfach nicht. Ganz einfach. Ja gut, können wir jetzt überspringen. Das wissen wir inzwischen. Hallo, überspringen geht doch. Mann. Ich vertrödel ja meine Zeit mit so einer Scheiße. Menschenskind. Okay. Der Kampf gegen Hildegard an und für sich war ja relativ einfach. Aber einfach das mit den richtigen Tastenkombinationen! Ja, das richtige Timing und ist alles scheiße. Ja, aber springen geht doch. Na, komm schon, einen Flammenwurf! Hä? Hey, ich war außerhalb des Radius, klar? Verarscht kann ich sich selber! Oh, was kommt damit wieder? Hey! Oh, na klar, verarsch dich doch selbst! Ja, sag lieber nichts mehr. Ich hau einfach nur noch drauf! Geht doch! Was machst du jetzt? Wo ist der Flammenwurf? Zerstören wir die ganze Stadt! Ey! Mann! Dämliches Riesenvieh, hey! Kann ich nur warten? Obwohl ich gar nicht dürfte! So, geht doch! Meine Fresse! Ey, wo ist er jetzt wieder hin? Er ist hinter dir! Hä? Ich habe den richtigen Zeitpunkt gedrückt! Mann, ey! Ein bisschen früher. Okay, ich hab's berührt. Wow. Das war knapp. Wow, ich muss weg hier. Schwitz, mein Arsch! Verbrannt! Natürlich, von hinten, von vorne, von überall. Ja. Natürlich, von oben. Du.
Verdammt, jetzt. Ich dachte, es geht das mit dem Button smashen. Oh, mein Fehler. Kann aber laut sein, Goku. Geht doch. Wir müssen Übung und sehr viel Glück. Schafft es auch ein Noob wie ich. Ja, und wer dort zu mir, genau. Na, was machst du jetzt? Daneben, daneben, lalalalala. Na, was machst du jetzt? Komm schon, hier bin ich. Nein! Oh, was machst du jetzt? Alter, scheiße, den Move kenn ich noch gar nicht. Daneben, daneben, lalalalala. Daneben, daneben, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, du hässliches Vieh! Bam, bam, bam! Na, was machst du jetzt, hä? Okay. Daneben, daneben, wie oft denn noch? Bam. Einfach keine Chance, also muss sagen, diese Phase ist relativ einfach. Ja, was heißt ja relativ? Sie ist sehr einfach und deshalb beende ich es jetzt auch. Ich bin im gelben Bereich, ey Mann. Ich bin so schlecht. Und eins gab das wieder. Ja! Glück gehabt! Glück gehabt! Nein! Die Schnauze, mein armes Kind! Full Power! Na komm, mach schon was! Drück drauf! Als hätte es noch nie was anderes gemacht! Jetzt beenden wir's! Bingo! Sag wieder ein bisschen Training! Geht das doch! Ryuken! Was Ende? Ohne Animation? Okay. Ah ne, hier kommt's ja. Super Drachenfaust! Oh nein, das ist doch nicht. Was? Scheiße, mein Blinddarm! Passt sowieso nicht mehr und deshalb nimmt er auch noch den Rest des Körpers weg. Das muss ein brutaler Tod sein, hey, alter Scheiße. Das muss wehtun. Speicherdaten werden gespeichert. Ja, was will man auch sonst mit Speicherdaten machen, wa? Kann eigentlich nur speichern oder laden, aber sonst... Ja, egal. Haben wir es doch mal geschafft. Beim zweiten Mal zum Glück. Wir haben mich zum Anfang etwas dämlich angestellt als nach dem ersten Mal, aber dafür zum Schluss hin war ich etwas besser drauf. Hä? What the hell? Fuck! Und sonst noch was? Sind wir schon in der GT-Saga? Also Dragon Ball GT meine ich. Aber für den deutschen Dragon Ball GT. Das heißt also der Kampf gegen Omega Shenron? Nee, oder? Es sind ja bereits die Fusion, sprich der vierfache Super Gogeta. Hey, das glaub ich einfach nicht. Wieso haben sie Goku und Vegeta einfach weggelassen? Also vierfache Super Saiyan Form von denen. Baby gibt es offenbar auch nicht, Super 17 auch nicht. Alter, was ist das für ein Scheiß? Ich würde es am liebsten sagen, was ist das für ein Scheiß-Spiel, aber sag jetzt lieber mal. Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Was haben die dabei geraucht? Ist mir egal! Wie kommen bloß auf so eine beschissene Idee? Ist die Stadt drinnen zerstört? Tatsächlich. Wieso? In den Teufelsdrachen? Naja, was soll's. Also Leute, nächsten Part dann den Kampf gegen Omega Shenron mit dem vierfachen Super Gogeta und... Ja, ich hoffe, dann kommt mal der Heldenmodus, damit wir das Ganze einmal beenden können. Was ist das für ein Scheiß? Und ich sag es trotzdem, Scheiß-Spiel! Fuck! Ciao zusammen!